Guten Morgen, Österreich. Hier ist der Ö3-Wecker. Gernot Kulis ist der Ö3-Callboy. Hallo? Ja, grüße Gott, Reisinger spricht da von Amigo Tours. Grüß Gott, ja. Grüß Gott. Sie haben bei uns ein Brasilien gebucht zur WM. Am Samstag geht's los um 16 Uhr von Wien nach Lissabon. Absolut korrekt. Sie haben einen Weiterflug nach Brasilia von Lissabon am 22.06. früh. Ja, stimmt. Jetzt ist Folgendes, die Fluglinie da unten ist der Hauptsponsor vom portugiesischen Nationalteam. Und die haben so schlecht gespielt gegen die Deutschen. Jetzt wollen die, dass mehr Fans aus Portugal nach Brasilien kommen. Und jetzt brauchen sie die Plätze. Nein, mit dem bin ich nicht einverstanden. Sie würden erst am 23. fliegen. Jetzt überfallst du mich aber total. Jetzt muss ich mal nachdenken, weil wolltest du wieder wegfliegen am 23.06. um 21.20 Uhr. Das ist der neue Flug. Den muss ich wissen, ob Sie den nehmen wollen, muss ich wissen. Aber am 23. da spielt Brasilien gegen Kamerun und da haben wir Tickets. Das weiß ich nicht. Wenn ich den Flug nicht kriege, dann komme ich zu den Spielen nicht. Also da protestiere ich. Die Fluglinie hat gesagt, sie schreiben Ihnen als Entschädigung 100 Meilen gut. Nein, das geht Sie kriegen, nicht. Sie kriegen einen Erste-Klasse-Flug von uns. Mich interessiert der Erste-Klasse-Flug gar nicht. Ich will das Spiel sehen, bitte Gorschein. Das ist der Grund, warum ich rumfliege. Ja, aber die brauchen die Plätze, gell? Ja, von Lissabon. Es Sie ist so. Ich habe sau teure Karten gekauft. Ich kann nicht am 23. rumfliegen, wenn da ein Spiel schon ist. Ja, da müssen Sie. Bitte nehmen Sie Kontakt auf. Die drei Einzel werden da mitfliegen, ganz egal wie. Wir können nichts machen, also das ist wirklich so. Ja, pass auf, dann gibt es eine Klage, Du kannst aber drauf Gift nehmen. Wir haben diesen Flug gebucht, damit wir rechtzeitig zum Spiel Kamerun gegen Brasilien kommen, haben sauteure Karten und sie will uns da am 23. wegschicken. Unser Reisebüro hat auch noch Karten für Österreich gegen Montenegro für Sie. Das ist ja M-Quali. Der Ö3 Callboy. Der für meine Freunde. Sie kriegen ein Public Viewing-Karten. Der für ein cooles. Ich schenke es mir an. Liebe Grüße von der Frau Judith Flatt. Ich werde diese Frau. Die Judith ist eine nette. Das ist eine ganz nette, aber nicht bis zum witzigen Datum gewesen. Das darf ich wohl echt nicht wollen. Rufen Sie ihn nicht an, er ruft Sie an.